Was gibt es zu Tyco zu sagen? Nun, Tyco hat im ersten Fundraising 22 Millionen US-Dollar zusammenbekommen und das ist ja doch eine relativ stolze Summe. Nichtsdestotrotz wird es ein relativ kleiner Airdrop zu diesem Zeitpunkt. Ich stelle aber einfach mal eine Behauptung auf und behaupte jetzt, dass Tyco höchstwahrscheinlich nochmal eine zweite Finanzierungsrunde starten wird und ein Fundraising dann letzten Endes zustande kommt von 50 bis 100 Millionen US-Dollar. Wie gesagt, eine Behauptung von mir muss nicht sein, kann aber sein. Und dann sieht das Ganze schon wieder ganz anders aus. Der Airdrop heute geht relativ fix, denn wir werden jetzt gleich eine ganz normale Bridge-Funktion nutzen und hin und her swappen. Und ja, das ist alles relativ fix abgearbeitet. Das werdet ihr auch gleich sehen, wenn ihr die Roadmap seht. Ich könnte rein theoretisch auch noch ein Tutorial machen, wie wir über Tyco ein Node erstellen. Die wenigsten von euch sind aber professionelle Krypto-Investoren bzw. verdienen ihr Geld mit Krypto. Und gerade wenn man als Node-Operator aktiv ist, ist das Ganze mit Kosten verbunden. Und hier reden wir von monatlichen Kosten und teilweise auch von sehr, sehr hohen Kosten, denn wir haben ja einen unheimlich hohen Stromverbrauch, da wir ja in Deutschland sind und Weltmeister sind in Stromkosten produzieren, lasse ich das grundsätzlich eigentlich immer weg und möchte das auch nicht wirklich machen. Dementsprechend, wir nutzen jetzt gleich die ganzen Testfunktionen, die uns bei Tyco momentan zur Verfügung stehen. Wie gesagt, das ist nicht sonderlich viel, aber es ist ein erster Schritt, um uns zu qualifizieren für den potenziellen Tyco Airdrop. Also, jetzt sind wir hier in Tyco Airdrop 1.0 drin und ihr seht es jetzt gerade hier schon, Chain Idea Network, Sepolia Forset und Tyco Bridge sind hier aktuell zu sehen. Das ist im Prinzip gar nicht so viel. Das ist also ein Quickie hier und geht ruckzuck. Wie gesagt, ich hätte normalerweise auch das Node Operating mit reinnehmen können, aber wie gesagt, das ist einfach mit monatlichen Kosten verbunden und das will ich euch nicht antun. Dementsprechend, das reicht auch voll und ganz, wenn wir die Tyco Bridge nutzen. Da qualifizieren wir uns definitiv für den Tyco Airdrop bzw. setzen einen Fuß in die Tür, um eben bei diesen Airdrop mitzumachen. So, und das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir einmal Chain ID besuchen, beziehungsweise das Chain Network, um zu gucken, ob wir da das Sepolia-Netzwerk letzten Endes in MetaMask reinbekommen. Jetzt seht ihr hier gerade, dass ich bei Chainlist drauf bin. Und wir geben jetzt hier oben einmal Sepolia ein. Ihr müsst natürlich hier gucken, dass Include Testnetz auch angeklickt ist. Und dann seht ihr hier unten Sepolia und dann macht ihr hier Add to MetaMask. Im Normalfall ist es aber so, wenn wir nämlich jetzt hier einmal auf MetaMask draufgehen, dann sehen wir, dass das Sepolia Testnet ganz unten zu finden ist. Und das ist normalerweise standardmäßig hier bei MetaMask mit drin. Sollte es nicht mit drin sein, könnt ihr es ganz einfach jetzt über Chainlist dann hinzufügen. Weil das Sepolia Test Network ist im Prinzip genau das gleiche wie das Girly Test Network oder auch das Linea Girly Test Network. Das ist also ein Standardnetzwerk, was eben im MetaMask sofort mit beigefügt ist. Aber wie gesagt, über Chainlist könnt ihr das jederzeit automatisch manuell hinzufügen. So, und wir gehen jetzt noch einmal zurück in die Roadmap. Wenn wir jetzt in der Roadmap sind, dann sehen wir, dass als nächstes das Sepolia Forset ansteht. Und da möchte ich euch zwei Möglichkeiten einmal kurz zeigen mit Sepolia und euch auch erklären, warum jetzt eigentlich Sepolia und nicht mehr Girly angesagt ist. Zum einen möchte ich euch als erstes einmal von Alchemy das Sepolia Forset zeigen. Und das sollte eigentlich auch relativ bekannt sein, beziehungsweise diese Maske sollte bekannt sein, weil hier oben seht ihr es, hier steht Girly. Ganz, ganz viele Menschen da draußen machen nämlich Folgendes, dass sie über Girly hier ihren Ether-Bestand an Test-Token ganz normal per Forset sich holen. Und das kann man eben auch mit Sepolia hier machen. Ihr guckt natürlich, dass ihr angemeldet seid. Hier fügt ihr ganz normal eure Wallet-Adresse ein. Die findet ihr so wie sonst auch immer bei MetaMask hier oben. Da macht ihr Copy to Clipboard und dann könnt ihr das hier einfügen. Hier macht ihr einmal I'm not the robot und dann letzten Endes könnt ihr hier Send me Ethereum klicken. Ihr seht jetzt hier gerade schon, dass ich vor 19 Stunden bereits einmal mir Sepolia Ether geholt habe und ich eben bloß alle 24 Stunden die Möglichkeit habe, 0,5 Sepolia Ether zu ergattern. Es gibt aber eben die andere Möglichkeit und zwar gibt es das Sepolia Forset. Hier seht ihr es, sepoliaforset.pk910.de. Da könnt ihr ebenfalls Sepolia Ether euch besorgen. Auch hier einfach eure Wallet-Adresse einfügen, I'm not the robot klicken und dann Start Mining klicken. Und dann geht das gewohnt los. Ihr kennt das von ganz vielen anderen Airdrop-Guides von mir auch. Da kennt ihr das ja über Girly, dass ich hier über PK910 immer wieder mal dieses ganze Minting mache, der ganzen Test-Token von Ethereum.
IFM bzw. IFA. Und das sind eigentlich so auch die zwei gängigsten Methoden, um eben beim Sepolia Forested aktiv zu sein. Ihr solltet das auch immer wieder mal machen, denn das Sepolia Forested wird das neue Hauptforested werden bzw. das Sepolia Netzwerk, denn das Girlie Network wird definitiv offline gehen und dann wird alles bloß noch über Sepolia stattfinden. Das bedeutet, die ganzen zukünftigen Airdrops, die alle erstmal über das Testnet funktionieren, werden mit Sepolia funktionieren. Und das bedeutet dann auch, dass eben diese ganzen Testnetzwerke von Sepolia unheimlich ausgelastet werden, beziehungsweise die Forced sehr, sehr viel genutzt werden. Und damit genau der gleiche Quatsch passieren, der auch bei Girlie der Fall ist, dass es unheimlich lange dauert, sich überhaupt Girlie Ethereum zu besorgen. Jetzt aktuell macht das noch so gut wie keiner. Dementsprechend bekommt man jetzt sehr, sehr schnell ganz, ganz viel Sepolia Ethereum. Das wird sich aber definitiv die nächsten Jahre ändern. Dementsprechend seid jetzt aktiv und holt euch immer mal wieder etwas Sepolia Ether. Der Grund ist relativ einfach. Girlie Ethereum wird offline gehen, weil es einfach noch Proof of Work ist. Hier steht zwar auch Proof of Work, trotzdem ist Sepolia nichts anderes als Proof of Stake. Und das Ganze kommt eben daher, weil Ethereum ja letzten Endes über die Beacon Shell irgendwann einmal Proof of Stake als Konsensmechanismus eingeführt hat und Proof of Work dementsprechend offline gegangen ist. Und Sepolia imitiert das ganz einfach, was Girlie eben nicht macht. So, das dazu. Nun gehen wir noch einmal zurück zur Roadmap. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir gar nicht mehr so viel sehen, denn wir haben jetzt bloß noch hier die Tycho Bridge, die uns zur Verfügung steht und die nutzen wir jetzt gleich natürlich ganz ausgiebig und dann haben wir den ersten Fuß in der Tür, um uns für den potenziellen Airdrop von Tycho zu qualifizieren. Hier bei der Tycho Bridge angekommen ist es eben so, dass uns einige Funktionen jetzt natürlich zur Verfügung stehen. Ihr seht hier oben schon bei Transaktionen, dass ich schon 6 Transaktionen durchgeführt habe. Ich gehe jetzt mal einmal kurz zurück hier auf Ethereum. So seht ihr das nämlich aktuell jetzt gerade auch. Ihr guckt, dass eure Wallet angemeldet ist und ihr guckt, dass ihr bei Sepolia aktiv seid. Gleich wird ihr euch sowieso auffordern, dass ihr ins Tycho-Netzwerk wechselt. Das macht ihr dann ganz normal und MetaMask wird dann automatisch Tycho eurer Wallet hinzufügen. Wir gucken jetzt, dass wir auch Bridge sind. Wir gucken, dass hier Sepolia steht und da Tycho. Wir sehen hier unseren Ethereum-Bestand, den wir uns über das Sepolia Forced gerade eben geholt haben. Dann machen wir unser altbekanntes, so wie ich es immer mache, 0,01 Ether. Dann seht ihr hier unten einmal Bridge, das jetzt pink geworden ist. Da klicken wir einmal drauf und dann seht ihr, dass sich MetaMask öffnet. So, hier seht ihr es. Dann machen wir hier Confirm. Und dann steht hier Transaction sent to bridge your funds. Und dann wird Folgendes passieren. Es wird nämlich hier unter Transaction gleich eine neue Transaktion auftauchen. Bis das passiert ist, machen wir aber Folgendes. Wir gehen jetzt hier einmal auf Forced. Und dann seht ihr nämlich hier, dass wir hier einmal Bull Token und einmal Horse Token stehen haben. Ihr müsst gucken, dass ihr hier für ein Sepolia-Testnetzwerk drin seid. Wenn ihr den Bull-Token nehmt, dann seht ihr, dass es bei mir jetzt nicht mehr knallig pink ist. Bei euch wird das knallig pink sein, denn ich habe die Bull-Token und die Horse-Token bereits gemintet. Das solltet ihr jetzt eben einmal machen. So, gehen wir zurück zu den Transaktionen. Dann seht ihr nämlich jetzt hier, dass hier steht, dass wir von Sepolia nach Tycho 0,01 Ether rübergepritcht haben, beziehungsweise noch nicht ganz, das Ganze muss noch einmal geclaimed werden. Das machen wir jetzt. Wir klicken jetzt hier auf Claim. Dann öffnet sich ebenfalls wieder MetaMask und dann seht ihr hier, dass wir von Sepolia nach Tycho wechseln sollen. Wir switchen also einmal und dann wird Folgendes passieren. Ihr werdet jetzt hier arbeiten. Es wird sich natürlich wieder MetaMask öffnen und dann gehen wir hier hin und machen eben Confirm. So. Das haben wir dann auch gemacht und dann seht ihr, dass er jetzt hier quasi die Transaktion bestätigt hat. Es kann unter Umständen sein, dass das Ganze jetzt gleich einmal failt. Wenn da ein Fail steht, macht das so lange mit dem Claiming, bis das funktioniert. Bei mir ist es 2-3 Mal passiert, dass da Fail stand und dann habe ich nochmal drauf geklickt und dann wurde es eben sofort geclaimed. Wie gesagt, kann ab und zu mal passieren. Das liegt einfach daran, dass das Tycho-Testnet einfach noch nicht so stabil und sicher läuft wie die ganzen anderen Testnetzwerke, die wir kennen. Und hier seht ihr es gerade, Fail to Claim Funds, hat also nicht stattgefunden. Aber er hat es anscheinend doch gemacht, weil hier im Status steht jetzt Claimed. Also hat er es definitiv getan. So, also wie gesagt, das ist alles noch ganz, ganz weit in einer Testphase drin. Und bis das hier letzten Endes richtig funktioniert, das wird alles noch dauern. Ist aber bloß ein Zeichen dafür, dass wir hier noch ganz am Anfang sind und dass Tycho noch viel, viel Entwicklung braucht. So, das dazu.
Nun gehen wir einmal wieder auf Bridge. Und bei Bridge wählen wir jetzt hier anstatt Ethereum Bull oder Horse aus. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Bull. Und ihr könnt jetzt natürlich wieder zurück nach Sepolia gehen. Das machen wir auch. Dann sehen wir jetzt hier den Bull-Bestand, den ich drin habe. Das sind jetzt aktuell noch 40 Bull-Token. Denn wenn wir einmal auf die Transaktion gehen, dann seht ihr jetzt beispielsweise hier, dass ich bereits gerade eben Sepolia genutzt habe und 10 Bull-Token rüber nach Taiko gebridged habe. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir hier hin, machen hier 10, machen Approved-Token. Dann öffnet sich wieder einmal MetaMask und dann machen wir hier auch 10 rein. So, das haben wir getan. Dann machen wir Next und dann machen wir hier Approve. Und dann wird auch hier wieder ein Pending starten. Und wenn das dann passiert ist, wird sich gleich natürlich die Bridge-Funktion öffnen. So, hier machen wir Bridge. Und dann seht ihr hier, dass das auch nicht funktioniert hat. Wir warten ganz kurz. Wir machen nochmal Bridge. Oh, das hat wieder nicht funktioniert. Macht das auch so lange hier, bis das letzten Endes dann funktioniert. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich MetaMask öffnen. Wir machen Confirm. Und dann steht nämlich hier Transaction Sent to Bridge Your Funds. Auch hier kann es unter Umständen wieder sein, dass Fail dasteht bei den Transaktionen. Auch hier wieder so lange das Ganze machen, bis das letzten Endes funktioniert. Wenn ihr das gemacht habt und ihr habt eure Bull-Token, ihr könnt natürlich auch gerne das nochmal machen mit den Horse-Token, rüber transferiert nach Taiko, dann könnt ihr natürlich auch Folgendes nochmal machen, dass ihr letzten Endes das Netzwerk wechselt von Sepolia nach Taiko und die Bull-Token oder die Horse-Token, die bereits rüber gebridged wurden, könnt ihr dann wieder zurück bridgen nach Sepolia. So, und ihr seht es jetzt hier, dass tatsächlich der Bull-Token rüber gebridged wurde zu Taiko. Hier steht zwar noch Pending, aber letzten Endes hat es funktioniert, denn die Balance ist bloß nach 30 Bull-Token. Wir gehen einmal rüber zu Taiko. Wir machen mal Switch. Hier hat er sie noch nicht drin. Da hat die Transaktion noch nicht bestätigt. Aber das ist auch hier, ach ja, so ist es. Ihr müsst dann nämlich noch einmal rüber zu Taiko und dann steht nämlich hier wieder Claim. Da klicken wir drauf. Natürlich wird es höchstwahrscheinlich wieder so sein, dass jetzt gleich hier Fail steht. Wir machen Confirm. Und dann gucken wir mal. Und dann sehen wir jetzt, dass hier auch das Claim stattgefunden hat. Ich musste noch ein paar Mal jetzt wieder machen, bis er das letzten Endes bestätigt hat. Da kam immer wieder das Fail. Wie gesagt, macht das so lange, bis dann letzten Endes das Claim auch stattgefunden hat. So, und das war es dann auch im Großen und Ganzen. Von Taiko ausgehend können wir jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, wir machen, nehmen jetzt hier unseren Ethereum-Bestand, den wir aktuell haben, und machen dann jetzt hier auch einmal 0,0.01. Und machen dann jetzt hier von Taiko nach Sepolia ebenfalls nochmal ein Bridging. Auch hier, wie gesagt, könnte es unter Umständen sein, dass hier gleich wieder Fail steht. Auch so lange machen, bis letzten Endes von Taiko nach Sepolia der Ether-Bestand wieder rüber gebridged wurde. Und dann war es das auch im Großen und Ganzen. Dann haben wir alles das gemacht, was wir großartig jetzt machen können bei Taiko. Sobald natürlich neue Funktionen im Taiko-Netzwerk zur Verfügung stehen, wird natürlich auch der nächste Airdrop-Guide da kommen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt hier den ersten Fuß in der Tür beim Taiko Network. In diesem Sinne, euer Steve, wir sehen uns beim nächsten Mal.